Einen zauberhaft schönen guten Morgen wünsche ich euch, ihr Lieben. Ich hoffe so sehr, dass ihr richtig schön in den Tag hineingestartet seid. Wir haben ja heute Heiligabend und aber ich sage es ja immer wieder dazu, egal welcher Tag ist, jeder Tag ist wunderschön. Und auch wenn es heute stressig noch ist und das noch machen und das und das und das und viele von euch arbeiten ja auch noch. Und ja, bitte. Kommt dann auch für euch zur Ruhe in diese Besinnlichkeit auch mit rein und in dieses Positive aber auch. Es ist wunderschön, ne? Also ihr könnt euch aus allem wirklich das Positive rausholen. Und ich weiß, das machen so viele von euch. Und es ist wunderschön, dass ich es auch miterleben darf und ihr mich auch daran teilhaben lasst. Von Herzen Dankeschön für diese Kommentare wieder, für diese herzlich lieben, wundervollen Kommentare von gestern und für all eure herzlich lieben Wünsche. Und heute öffnen wir dann das vierte Adventstürchen. Das kommt natürlich dann auch noch. Und jetzt schauen wir heute mal rein. Ihr wisst ja, samstags machen wir immer den aktuellen Stand zwischen dir und deinem Gegenüber. Und da schauen wir jetzt mal. Ach, ihr Lieben, heute heißt es Ruhe. Ich arbeite heute auch noch. Und dann ist aber auch mal, dann werden die Karten auch mal zur Seite gelegt und dann komme ich auch richtig in die Weihnachtsstimmung rein und werde es auch wirklich richtig zelebrieren. So, dann schauen wir doch mal, was bei dir los ist. Hinbekommen. Die Gedanken. Die Gedanken, die Gedanken. Hier geht es ja um die Wunscherfüllung, um wirklich sehr stark intensiv die Wunscherfüllung. Hier geht es sehr intensiv um die Liebe. Eltern noch mit dabei oder das Familiäre. Ganz großes Thema. So. Also bei dir haben wir ein klares Bild. Und jetzt möchte ich gerne zu deinem Gegenüber schon mal gehen. Und dass wir da mal reinschauen. Ja, ich habe es ja schon mal, ich habe es letztens ja, ich habe es auch wieder gelesen. Als Single kannst du dir die Legung auch nehmen, dass du das rausnimmst, dass du dann mal in die Innenschau gehst, wenn hier was ist, was noch ein bisschen stockt bei dir im Allgemeinen, dass du sagst, auch wenn du niemanden im Fokus hast, aber der Wunsch nach einem Partner da ist, dass du da einfach dann schaust, okay, habe ich hier selbst noch eine Blockade, dass überhaupt jemand kommen kann? Ne? Das ist immer ganz wichtig. Und ihr wisst, das sind Legungen fürs Kollektiv. Können zutreffen, müssen aber nicht. Ne? Also, es ist wirklich so. Und ihr wisst auch, bei dieser Legung, was ich von deiner Seite sage, kann aber auch hier spiegelverkehrt sein, dass es die Seite betrifft, von deinem Gegenüber und umgedreht, ne? Also es muss nicht hier deine Seite sein. Und die Personenkarten sind ja hier geschlechterneutral. Und wenn ich jetzt sage Spiegel, dann sehe ich auch jetzt schon, dass sich hier einiges spiegelt bei euch. Oh ja. So, dann schauen wir mal weiter. Unsicherheit. Geht es um ganz, ganz, ganz viel Gefühl und Wahnsinn. Liebe. Liebe ist hier wirklich das große Wort, das Schlüsselwort. Seht ihr das jetzt noch, wenn ich hier. Wahnsinn. Es ist der absolute Wahnsinn, sage ich euch ganz ehrlich, diese Legung.
Und muss ich bloß richtig hinlegen, weil das letzte Mal habe ich gedacht, ich habe alles richtig gemacht. Die Karten getrennt dann gleich, aber nein, ich habe sie blöderweise falsch wieder zusammengemischt. Dann nehmen wir jetzt gleich noch was aus dem Tarot-Deck. Schauen wir auch, was wir hier bekommen. Gut, dann haben wir das auch. Okay, und dann würde ich sagen, kann es losgehen. Ich zeige sie euch gleich mal. Und lege sie aber jetzt erst nochmal zur Seite. Ja, bei dir sehe ich dieses, da sind immer so auch Erinnerungen von anderen, was du eben siehst, dieses Zusammensein. Ich habe hier sehr, sehr viel Emotionen bei dir liegen, sehr viel Gefühl und aber immer wieder auch die Unsicherheit. Aber hier sage ich bei dir, die Unsicherheit, was dich immer wieder ein bisschen von deinem Kurs abbringt, ist von draußen, was du mitbekommst. Na? Vielleicht hast du auch was erlebt, was Enttäuschung immer ja, dir bereitet hat. Und da denkst du auch, okay, du hast es vielleicht nicht verdient oder ja, bei dir wird es genauso, was du mitbekommen hast. Dass du enttäuscht wirst, was die Liebe betrifft, deine Beziehung betrifft. Und dass du dir hier auch immer wieder so ein Stück weit Sorgen machst und auch die ein oder andere Träne sehe ich hier. Du bist hier, du fühlst dich in einem Stillstand wie festgehalten. Festgehalten, aber hier auch von deinen Emotionen und dem von anderem, dieses, was du eigentlich nicht willst. Und das macht dich traurig. Und da kommst du immer, rutschst du hier ein kleines Stück weiter rein. Aber ich sehe hier auch, dass du dich freuen kannst. Du hast ja schon ein bisschen so diese Unsicherheit, ob du eine Nachricht bekommst oder ob du das hörst, was du dir sehnlichst wünschst zu hören, deine Gedanken auch sind. Und das ist das, dein Wunsch danach zu hören, dass du hier von deinem Wunschpartner, von deinem Gegenüber die Liebeserklärung, dass hier wirklich was kommt, was dich in die Sicherheit bringt. Weil du strebst hier sehr danach, du brauchst für dich ganz stark und da ist so richtig dieser Schrei, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen danach, dieses gib mir Sicherheit, gib mir doch irgendwas, dass ich weiß, dass ich hier auf dem richtigen Weg bin, dass da Gefühle für dich von dir für mich sind. Dass du, muss ja nicht gleich sein, dass die Person sagt, ich liebe dich, aber dass hier so ein bisschen was kommt. Und das ist das, was dich so richtig in diese Verzweiflung auch reinbringt. Und weil du weißt nicht, ist da was, ist da nichts. Und das bringt dich richtig, wirklich in die Verzweiflung rein. Und diese Unruhe auch und in diese Nervosität, du schaust vielleicht hier immer wieder auch auf dein Handy, kommt was, kommt nichts oder kommt ein Anruf. Weil ich hier, deine Gedanken sind so stark und voller Sehnsucht, wirklich, das sehe ich hier, Kollektivliebung, wie gesagt, dieses Geliebtwerden. Dieses Geliebtwerden und auch mal wichtig. Ein ganz, ganz besonderer und wichtiger Mensch möchtest du hier für deine Gegenüber sein. Und dass auch, dass da wirklich auch mal was rüberkommt. Bei dem einen oder anderen sehe ich aber schon, dass hier Kontakt ist. Weil ich hier sehr viel Nähe auch sehe, sehr viel Nähe, sehr viel schon auch den Kontakt. Aber auch im Kontakt immer wieder dieses Unsichere, kommt da jetzt was, kommt nichts, kommt was, kommt nichts. Und da ist bei dir auch immer so dieses, soll ich was sagen oder soll ich nichts sagen? Soll ich hier noch einen Schritt weiter auf ihn oder auf sie zugehen oder nicht? Und das ist der zentrale Mittelpunkt bei dir, was dich immer wieder so ins Straucheln auch bringt. Machst du es richtig oder nicht? Sollst du was sagen oder nicht? Und nach dieser Legung, weil hier ist so viel Emotion, so viel Herz, so viel, deine Gedanken haben die Zielstrebigkeit, deine Gedanken, du weißt ganz genau, wo dein Herz dich hinführt und auf welchem Kurs dein Herz ist und was du wirklich willst. Ich sehe sehr stark deinen Gegenüber und deine Gedanken auch für diesen Beginn
oder einen Neubeginn, dass ihr ja vielleicht schon mal in einer Beziehung gewesen seid. Hier, wie gesagt, habe ich sehr, sehr viel Wärme, sehr viel Gefühl und wirklich dieses, sag mir doch bitte was, bitte, bitte, bitte. Es ist so dieses, ja, mach jetzt irgendwas, dass du einen Hinweis oder irgendwas bekommst. Und da ist natürlich dann auch, du möchtest dieses, was du auch kennst oder von anderen siehst, mit deinem Gegenüber gemeinsam einen Weg gehen und gemeinsam alt werden. Dieses, wenn du zum Beispiel ein altes Ehepaar beim Einkaufen siehst oder auf der Parkbank sitzen siehst, ist das auch, da kommen dann auch diese Träume, diese Sehnsüchte von dir, das möchtest du auch und das siehst du immer mit deinem Gegenüber. Und du siehst aber auch immer wieder, was dich in die Unsicherheit dann wieder reinbringt, diesen Konflikt auch. Dann tut sich nichts, dann ist hier vielleicht wieder ein kleiner Rückzug, dann sind wieder die Sorgen und dieses, diese Achterbahnfahrt der Gefühle. Aber du kommst hier sehr stark oder bist hier sehr stark in der Emotion, in den Sehnsüchten, die Gefühle. Und auch wenn dein Gegenüber dir schreibt, es ist so, da pocht dein Herz voller Freude. Ich sehe aber hier auch, dass du vielleicht ein Stück weit, was dann gleich kommt bei dir immer oder oft, dieses, ja jetzt und noch mehr, also dieses, schreib jetzt oder mach das jetzt oder schreib mir, dass du mich liebst oder schreib mir, dass du mich treffen möchtest. Ne? Dieses vielleicht so ein bisschen zu viel Erwartung und dann kommt die Enttäuschung, weil es dann doch nicht so gewesen ist. Das sehe ich hier bei dir. Ich sehe aber hier wirklich die Kommunikation, die Treffen. Und überraschend. Also da wirklich, dass es überraschend ist, dass dein Gegenüber sich meldet oder vielleicht wirklich auch vor deiner Türe steht. Oder er sagt, du pass auf, in der Stunde hast du Zeit, wollen wir uns treffen. Oder dir vielleicht was schickt. Ein Päckchen. Irgendwas. Ne? So dieses, ich habe an dich gedacht. Weil das sehe ich hier. Geschenk, Überraschung, Treffen, Gespräche. Also hier, da tut sich wirklich was und das wird so sehr dein Herz berühren. Und ich sehe auch hier, dass du ein Stück weiterkommst. Dass du hier aus diesem Hold praktisch, dass sich das auflöst. Hier sehe ich das Auflösen und hier sehe ich den Weg in diese Richtung. Aber ganz wichtig, lass dich von außen, von nichts und niemanden, von deinem Kurs abbringen. Bei deinem Gegenüber, wenn wir schauen, wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, hier spiegelt sich ja schon ziemlich viel zwischen euch. Übrigens, auf beiden Seiten sehe ich hier sehr viel Sinnlichkeit, sehr viel Erotik. Also hier ist wirklich ganz gewaltig, was in der Aktivität, was auf dem Weg ist, was in der Bewegung ist, auf dich, auf euch zuzukommen, auf dem Weg für euer Miteinander. Bei deinem Gegenüber sehe ich hier, hat die Glücksgefühle. Glück, ja, das Freude, was, nach was er immer strebt, ist natürlich schon so dieses Finanzielle, dieses Weiterkommen und hier bloß keine Fehler machen, dieses so verbissen, ein bisschen engstirnig, ne, habe ich deinem Gegenüber hier schon. Und das holt er sich dann auch immer her, weil das sind auch so Themen, die, er ist gern immer weggelaufen. Ich rede jetzt in der Vergangenheit, ja. Er ist gerne weggelaufen, hat sich hier gerne zurückgezogen und wollte sich nicht entscheiden. Aber das war. Dein Gegenüber, sehe ich jetzt hier, hat die Entscheidung getroffen. Und du immer noch so ein bisschen auch dieses schwankst, weil du eben nichts weißt, weil du wie so im offenen Meer, sehe ich dich schwimmen, dieses, ja, wohin? Ne? Links, rechts, ja. Dein Gegenüber hat aber die Entscheidung getroffen. Die Entscheidung, in die Fülle zu kommen, diese Fülle mit dir zu erleben, die Fülle ins Glück, in die Ergänzung jedes einzelnen Glückes von euch, dieses i-Tüpfelchen. Weil dein Gegenüber möchte dich absolut glücklich machen und dein Gegenüber möchte dir ja auch alles geben. Also ich sag mal so, zum Essen einladen, vielleicht in den Urlaub einladen,
Alles. Er möchte dir wirklich alles geben und hier, hört sich jetzt sehr, sehr, sehr romantisch an, auf Händen tragen. So sehe ich diese Legung. Dein Gegenüber möchte hier komplett diesen Wandel. Er hat bei dir gespürt, dass hier ein Wandel, eine Veränderung stattgefunden hat. Und das hat ihn noch mehr an sich gezogen. Und dieses, wie magnetisch, diesen Magneten. Und er ist wirklich hier komplett fast so ein Stück wie ein Punkt gewesen, diese Verzweiflung, weil er jetzt ganz genau weiß, sein Herz ist komplett hier bei dir. Auch wenn er hier vielleicht Gedanken hatte, mit jemand anderem, mit einer oder mit einem anderen was anzufangen, wie gesagt, männlich wie auch weiblich, ist er aber ganz schnell wieder davon abgekommen, weil du immer aufgetaucht bist in den Gedanken. In den Gedanken kamst dann du. Also wenn so, er hat jemand kennengelernt, dann, boah, die schaut ja toll aus. Und hat's in den Gedanken ist er ein bisschen weitergegangen. Schwupps, bist du aufgetaucht. Also dieses, hallo, guck mal, hier bin ich. Na? So. Also da ging auch gar nichts mehr. Also du bist komplett, bist du wirklich in seinen Gedanken ganz, ganz tief und fest drin. Er ist ja schon unsicher. Diese Unsicherheit, willst du überhaupt noch? Weil ich hier sehe schon, dass es ein bisschen lange, dass es hingezögert hat, ne? Dass es schon eine ganze Zeit lang so geht. Aber er fühlt sich dir sehr, sehr stark verbunden. Diese Verbundenheit mit dir und auch diese, er weiß, mit dir kann er Pferde stehen. Und er ist jetzt an dem Punkt angekommen, wo er sagt, ja, die oder keine, oder er oder keiner. Weil hier, es ist alles, du gibst, er ist an diesem Punkt, wo er sich ganz sicher ist und weiß, mit dir sind wirklich alle seine Träume, seine Wünsche, seine Sehnsüchte absolut alle erfüllt. Du bist für ihn komplett die Wunscherfüllung. Hier ist alles, dieses mit dir kann er offen und ehrlich reden. Du bist lösungsorientiert. Du bist nicht so, oh nein, und das klappt nicht und ah, oh, sondern dieses, hey, alles klar, bekommen wir hin. Du machst aus, ja, sag mal so, du machst eigentlich aus Zitrone, machst so Limonade. Na, was Süßes. Also du machst aus allem, was so negativ auch ist, bringst du es zum Wandel und kannst das Positive rausholen und das auch positiv verpacken. Also dieses, dass es gar nicht mehr so schlimm ist. Und mit dir kann er hier auch die Gespräche über alles reden. Diese Vertiefung, dieses Miteinander und zu diesem Bewusstsein, zu dieser Erkenntnis ist dein Gegenüber gekommen. Dein Gegenüber weiß auch, die Treue von dir sehr zu schätzen. Und dass du auch jemand bist, dass du nichts forderst. Mehr so dieses Selbstlose. Selbstlos und dass du nicht so dieses, ich will das jetzt und das und das und das und das. Ne? Und dein Gegenüber hat auch gemerkt, dass es dir egal ist, wie viel Geld er auf seinem Bankkonto hat. Weil dir ist wichtig, wie er als Mensch ist. Und dir ist wichtig, wie die Zeit, dass er mit dir verbringen, dass du mit ihm verbringen kannst. Ja, wie gesagt, diese Unruhe in ihm und auch wenn er an dich denkt, wird er schon ein bisschen nervös, ne? Und wie gesagt, er weiß auch nicht so ganz, wie du überhaupt, ob er überhaupt noch da Chancen wirklich hat und ob sich hier was tun kann. Aber dein Gegenüber weiß, er möchte dich hier familiär auch integrieren. Und familiär oder in seinem Umfeld allgemein, wir sind ja hier im Kollektiv, dass da nichts mehr ist, was ihn jetzt hier zurückhält oder was jetzt hier einen Stressfaktor auslösen kann. Weil hier sehe ich schon sehr viel Stress, was ausgelöst wurde in seine Richtung, ja, was er nicht tun soll, nicht tun darf und, und. Aber hier wird er auch in den Rückzug gehen. Und er ist sogar schon innerlich in den Rückzug gegangen. Es ist praktisch nicht mehr komplett beeinflussen lassen oder seine Grenzen ziehen. Dein Gegenüber ist hier schon aber auch die Eifersucht, sehe ich. Die Eifersucht, weil er jetzt nicht mehr weiß, ist da überhaupt noch was, kann er noch was tun, hat er nicht zu lange gewartet? Ist da vielleicht auch jemand anderes oder willst du ihn überhaupt noch? Aber dein Gegenüber sehe ich hier auch, dass er auf dich zukommen wird. Hier, wie gesagt, komplett der Wandel. Und da kann ich dir sagen, wenn
dann geht's schnell. Also hier, da wird nicht mehr lange gefackelt. Dieses immer wieder auf Hold stellen, in dieses Wartezimmer und 10.000 Zeitschriften, dass du hier lesen kannst und wartest, dass du aufgerufen wirst, sehe ich hier nicht mehr. War dein Gegenüber jetzt hier ganz oder gar nicht? Ne? Also ich sag mal so, rigoros, aber im positiven Sinne. Weil dein Gegenüber liebt dich sehr. Absolute tiefe Liebe, die Zufriedenheit. Und dein Gegenüber möchte dir auch zeigen, dass die Liebe echt ist. Und nicht irgendwie eine Farce, irgendwas vorgespielt. Ja, wenn wir jetzt weitergehen, wir haben die Vier der Stäbe. Vier der Stäbe ist auch die Verbindung. Der Kreis schließt sich zwischen euch. Und hier ist wirklich eine Offenheit. Dein Gegenüber möchte sich dir öffnen. Und hier wird es auch Gespräche geben, wo ihr miteinander redet. Ja, dass nicht alles aus der Vergangenheit hergeholt wird, wäre jetzt hier, ja. Das möchtest du aber auch nicht. Weil du sagst auch für dich jetzt, das Jetzt ist wichtig. Dein Gegenüber hat schon noch ein bisschen Bammel davor. Aber du wirst ihm die Angst auch nehmen, die Befürchtung, weil du ihm die Ruhe gibst, die Sicherheit. Du gibst ihm die Sicherheit und dass er nicht mehr weglaufen braucht. Du gibst ihm Nähe. Hier wird auch die Nähe zwischen euch gezeigt. Hier der Frieden, auch im Allgemeinen, auch im Umfeld. Dieses friedliche, friedsame sehe ich hier. Gemeinsame Unternehmungen. Und hier wirklich dieses, da wird es einen Grund für euch zum Feiern geben. Also dass hier auch Treffen stattfinden, wo ihr wirklich dann auch mal zusammen feiert. Einfach dieses entspannt in der Leichtigkeit da sitzt, lacht, euch unterhaltet, was esst, was trinkt. Einfach dieses Lockere, keine Anspannung zwischen euch. Das wird mir hier gezeigt. Dann haben wir die 10 der Kelche. 10 der Kelche ist ja die große Liebeskarte schlechthin. Weil hier wird absolut die Zugehörigkeit gezeigt. Ihr beide gehört zusammen. Ihr habt eine absolut wundervolle Basis für was Gemeinsames, für einen Wir-Faktor, für eine gemeinsame Zukunft. Und ihr seid alle beide auf dem Weg, auf einem gemeinsamen Weg, dass ihr an diesem Ziel ankommt, dieses eine gemeinsame Zukunft beschreiten. Ihr habt euer Zuhause gefunden. Und auch dieses Familiäre wird mir gezeigt, die Harmonie. Wie gesagt, absolut die Zugehörigkeit. Raus aus der Frustration, aus der Einsamkeit. Die Erfüllung. Ihr werdet absolut in die Erfüllung kommen. Wir haben hier Liebe, Liebe pur. Hier wird es auch, ja, Intimität wird mir ja auch gezeigt, was wir jetzt bei euch beiden ja auch schon hatten. Und nicht nur das, hier geht es auch in die Heilung. In die Heilung von dem, was war zwischen euch. Und hier wird die Chance ergriffen auf eine Versöhnung und die Chance genutzt für die Liebe zu leben, die Liebe zwischen euch. Leidenschaft. Liebe. Wow, eine wunderschöne Kombination. Jetzt haben wir nochmal Liebe. Hier werdet ihr beide auch, hauptsächlich auch hier dein Gegenüber, seine Konflikte überwinden. Und er fühlt sich dir unendlich angezogen. Und du auch in seine Richtung fühlst dich von ihm angezogen und er von dir. Ihr habt hier, geht es in die Verbindung. Hier haben wir wieder dieses Miteinander. Ihr werdet euch eure Herzen werden sich verbinden. Hier geht es auch in die Versöhnung. Hier geht es in die Liebe. Und hier werden liebevolle Begegnungen gezeigt. Ihr werdet aufeinander zugehen. Raus aus dem Zweifel. Hier dieses, der Schritt aufeinander zugehen. Und dieses, du nimmst ihm diese Befürchtungen, diese, du gibst ihm die Leichtigkeit, die Sicherheit. Und dann haben wir noch die große Arkana. Und ja, das Rad des Schicksals. Das Rad des Schicksals ist hier das Schicksalsrad, ja, die Zeit ist reif. Hier wirklich, ihr habt eine absolut karmische Verbindung, ihr habt eine sehr tiefe Seelenpartnerschaft miteinander. Hier geht es wirklich in die Wende, hier wendet sich alles.
Und da ist auch, es gibt keine Zufälle, wird hier auch gezeigt. Ihr habt eine absolut karmische Verbindung. Die Zeit ist jetzt reif. Jetzt kommt richtig die Bewegung rein und die Gleise sind gestellt. Ungelöste Probleme werden hier bewältigt. Und ihr kommt beide mit euch in den kleinen Einklang, jeder in seinen eigenen Einklang für den Weg in das Miteinander. Was für eine wunderschöne Legung, ihr Lieben. Ich wünsche euch es wirklich von ganzem und tiefstem Herzen. Dann geht's jetzt zum vierten Adventstürchen, was wir hier öffnen. Und da werde ich jetzt, glaube ich, hier meine ganze Legung zerstören. Also, wir haben hier erstmal ein Säckchen wieder mit einem Gutschein. Und dann eine Angel and Soul, muss man schauen, wie sie, Angel and Soul Readings Tasse. Ich liebe ja die Tassen, die sind so wunderschön. Die kommt auf jeden Fall noch dazu. Und dann, so, aufpacken, habe ich für euch ich packe das jetzt mal aus. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Mir fällt der Name nicht ein. Auf jeden Fall hier oben kommt so ein Räucherkerzchen drauf, was wir hier auch dabei haben. Ja, so ein Räucherkerzchen kommt hier oben drauf. Und es wird angezündet. Und dann hier Räucherwasserfall heißt es. Genau. Und dann geht hier der Dampf also richtig hier so runter und hier rein. Das schaut wunderschön aus. Und das ist dann, ja, der Inhalt des vierten Adventstürchens. So. Oh, ich mag dieses Geräusch, wenn dieses Styropor aneinander kommt. Das macht mich so. Oh. Aber gut, es ist wieder eingepackt. Also wie gesagt, das gibt es. Das noch dazu. Das lege ich jetzt hier mal zur Seite. So, und jetzt brauchen wir natürlich auch noch einen Lostopf. Euer Lostopf. So. So, ihr Lieben, das letzte Adventstürchen ist geöffnet. Und ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr mitgemacht habt und dass ich euch eine Freude bereiten konnte. Und ich danke euch von ganzem Herzen für euer Sein. So, jetzt schauen wir doch mal, wen wir jetzt hier bekommen und ziehen dürfen. Die liebe Sarah Zirkelfee. Liebe Sarah Zirkelfee, herzlichen Glückwunsch. Melde dich bitte mal mir wegen deiner Adresse. Und heute wird es nicht mehr weggehen, aber nächste Woche auf jeden Fall. Ich danke euch von ganzem Herzen. Herzlichen Glückwunsch. Und euch, ihr Lieben, wünsche ich jetzt ein wunderschönes Weihnachtsfest. Und egal, ob ihr alleine seid oder ob ihr mit jemandem zusammen seid, genießt euer Sein. Kommt zur Ruhe für euch. Geht in die Innenschau. Gönnt euch was. Macht es euch richtig schön. Und vor allem geht in die Dankbarkeit. Die Dankbarkeit für das Wunderschöne, was kommt, was ihr wollt. Nicht in dem, was gewesen ist oder was jetzt gerade nicht ist, sondern geht in die Dankbarkeit und schwelgt darin, das, was ihr euch wünscht, dass es da ist, dass ihr es erlebt. Und holt euch da immer wieder in diese Energie rein und macht es euch wirklich schön. Der ein oder andere mag Weihnachten nicht, das ist okay. Man muss nicht Weihnachten zelebrieren, aber einfach für euch nimmt diese Ruhe und diese Besinnlichkeit, egal in welcher Form. Ich wünsche euch von ganzem Herzen einen traumhaft schönen, wundervollen Tag. Fühlt euch ganz, ganz lieb und fest, warm umarmt von mir. Und ich danke euch für alles. Danke, dass es euch gibt. Tschüss, ihr Lieben.